Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudia, ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade gemacht habe. Und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Wenn du wissen möchtest, warum ich nur meine Lippen geschminkt habe und sonst nichts, dann schau mal bei dem Video oben vorbei. Da habe ich nämlich die Glossy Box mit euch zusammen aufgemacht. Jetzt ist die Pink Box dran, denn der Hermes-Bote war gerade da. Nee, Quatsch, der DHL-Bote war da. Hermes hat die Glossy Box gebracht. So rum. Genau. Und hier ist sie und die möchte ich gerne mit euch zusammen aufmachen. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich bin gespannt. Also, ich habe es eben auch schon bei der Glossy Box gesagt, was ich mir von diesen Produkten jetzt erwarte. Es ist Jahresanfang, also Pflege, Pflege, Pflege ist immer ganz viel. Ich hoffe nicht Fitness. Das wäre nicht so meins oder Sport. Ich brauche jetzt keine Sportgutscheine oder sowas, weil ich und Sport, wir sind keine Freunde. Irgendwas so im Bereich gute Vorsätze oder Jahresplanung oder so. Vielleicht ist da ein Kalender auch mit drin. Ja, also das ist so meine Idee. Mal gucken, was so drin ist. So, dann machen wir hier mal auf. Das geht in eins immer ab. Das bei der Glossy Box nicht. Wir fangen an mit Verpackung. Dann habe ich hier die InTouch vom 3.1. Sehr, sehr praktisch. Die ist dann gerade mal eine Woche alt. Ein bisschen mehr als eine Woche. Aber hey, Hochzeitsärger. Oh, oh, oh. Muss ich mir auf jeden Fall durchlesen. und dann habe ich hier dieses Shopping-Booklet, wo dann auch einige Gutscheine noch drin stehen von allen möglichen Boxen und so weiter, was man so finden kann. Verlinke ich euch alles unten in der Infobox. Was ich euch auch immer unten verlinke, sind irgendwelche Rabatte, die ich hier so in den Boxen finde. Oder wenn ich irgendwas bei irgendwelchen Online-Shops sehe, was interessant sein könnte, dann ist das so bei interessante Links oder so, was ich da reinschreibe. Also guckt einfach mal vorbei. Die Pink Box kommt im klassischen pinken Design daher. Ja, ne? Dann gucke ich mal rein. Und sie sieht auch wirklich klassisch aus. Riecht nach nichts. Nach wirklich gar nichts. So, Schleifchen aufmachen. Auch das. Ich hoffe, das werden sie nie ändern. Ich finde das so schön, wenn du da reinguckst und dann da halt steht, du bist schön. Hier dann drauf steht, with love. Also das ist schon alles sehr, sehr liebevoll gemacht. Oh, guck mal. Das ist doch schon mal ansprechend. Das Cover von dem Booklet ist Good Morning. Hier sind, hier ist drin geschrieben, hier steht drin, was für Produkte drin sind, welcher Wert das ist. Gegebenenfalls stehen ja noch Rabattcoupons drin. Wie gesagt, steht alles unten in der Infobox. Von Polar, ein Gentle Scrub with Arctic Cotton. Ach, interessant. Ice Pure ist hier. Von Polar hatte ich in irgendeinem Adventskalender oder in irgendeiner Box eine Nachtcreme drin, die ich auch bald mal ausprobieren wollte. Ein- oder zweimal die Woche benutzen, auf das gereinigte Gesicht geben, dann leicht einmassieren, dann abwaschen, alkoholfrei. Hat keine Mineralöle oder Parabene drin. Freundlich zum Gesicht. Und unter dermatologischer Kontrolle getestet. Ja, ne? Es ist rosa, das gefällt mir. Es ist noch zu. Man riecht nichts. Naja, wird ausgetestet. Von Alverde Naturkosmetik. Professional Striped Foundation in der Farbe 10 Light. Ja, bitte! Ha. Ja, ich bin light. Das ist gut. Ich bin ungeschminkt. Auch das ist gut. Wir probieren die aus. Die getönte und farblose Formulierung zum Verschmelzen verleiht ein seidig zartes Finish für ein makelloses, frisches Aussehen. Die getönte und die farblose Formulierung verschmelzen beim Auftragen sanft miteinander. Die leichte Konsistenz lässt sich gleichmäßig auf dem Gesicht verteilen und den Teint ebenmäßig erscheinen. Enthält Mangobutter und Magnolienextrakt. Oh, das riecht dann hoffentlich gut. Ausprobieren. So, ich habe jetzt mein Gesicht mit einem Primer geprimed und meine Haare zurückgemacht und habe mir meinen Beauty Blender geholt, angefeuchtet. Von Real Techniques ist der. Das ist nicht der Beauty Blender, das ist ein Beauty Schwämmchen von Real Techniques. Oh, guck mal, das kommt zweifarbig daraus. Sowohl weiß als auch braun. Oh, das ist ja interessant. Das ist fast wie eine getönte Tagescreme. Mal gucken. Ich trage es trotzdem mal mit dem Beauty Schwämmchen auf. So, nehme mir meinen Handspiegel von der lieben Fiona. Also sehr cremige Textur. Das ist wirklich eher wie eine Creme und weniger wie eine Foundation.
Riecht halt nach Naturkosmetik, ne? Und ich glaube, das ist eher eine getönte Tagescreme. Das habe ich auch noch nie gemacht, ne? Dass ich erst einen Lippenstift aufgetragen habe und dann eine Foundation. Das ist neu. Also die Farbe passt perfekt, aber ich finde nicht, dass die wirklich eine großartige Geschichte auf meinem Gesicht macht. Ich glaube eher, dass es wirklich wie eine getönte Tagescreme ist. Also du siehst halt wirklich noch einiges durch, ne? Also ich habe hier einige Muttermale, Pickelmale. Hier habe ich mein Muttermal, was ich halt habe, Augenschatten. Hier habe ich so ein, keine Ahnung, wie das heißt, so eine Rötung. Das siehst du halt alles noch durch, ne? Keine Ahnung. Auf der anderen Gesichtshälfte trage ich das jetzt einfach mal mit dem Finger auf, weil vielleicht ist es ja wie eine getönte Tagescreme. Mal schauen. Habe ich hier noch was auf meinem Handrücken? Na, mit dem Beauty Blender geht's besser. Oder mit dem Make-up-Schwämmchen, das einzuarbeiten, weil es krümmelt ein bisschen, wenn ich das hier mit dem Finger mache. Ah, das ist jetzt blöd. Jetzt krümmelt das in meinem Gesicht, ne? Also der Farbton passt wohl zu meiner Haut. Ich schaue jetzt gerade, ob sich das irgendwie vielleicht ein bisschen aufbauen lässt. So gerade an den Rötungen und an den Stellen, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Deckkraft haben möchte. Also wenn man versucht, die Foundation aufzubauen, legt sie sich einfach nur so auf das Gesicht, ne? Ich habe jetzt nicht die beste Kamera, da sieht man das leider nicht so, so gut. Aber ich sehe das hier so an meiner Nase, dass das einfach irgendwie alles nicht so in Ordnung ist. Das krümelt so ein bisschen. Das ist nicht so, das, wie ich das mag. Weil wenn ich jetzt nochmal so drüber gehe, dann trägt die Foundation sich wieder ab. Ich weiß nicht, ob man das hier an dieser Stelle sieht. Da ist sie dann einfach wieder weg. Dann habe ich dann wieder eine Stelle ohne Foundation. Also, ich muss gestehen, dass ich diese Foundation nicht mag. Das ist nicht mein Favorit. Die werde ich nicht so gerne verwenden oder auch eben gar nicht, weil ganz ehrlich, ich mag das nicht, wenn Foundations so fleckig sind und so. Nee, die mag ich nicht. Leider nein. Also dieses Produkt ist leider durchgefallen. Das ist nichts für mich, das mag ich nicht, das gefällt mir vom Finish her nicht, verschmilzt nicht mit meiner Haut, liegt eher auf, als dass es sich mit der Haut vermischt oder verbindet. Schade, weil es eigentlich meine Farbe wäre, aber keine Ahnung. Also bei mir funktioniert sie nicht. So, als nächstes habe ich hier eine von The Humble & Co. eine Natural Toothpaste. Das ist eine Zahnpasta mit Aktivkohle. Ja, das ist interessant. Eco-friendly and socially responsible. Vegan ist das, Naturkosmetik ist das, von Zahnärzten entwickelt. Zahncreme, nur für Erwachsene geeignet. Enthält Natriumfluorid, 140 ppm Fluorid. Okay, ich weiß nicht. Werde ich mal ausprobieren. Und wenn die wirklich so schwarz ist, dann wird die meine Zähne auch färben. Die ist jetzt noch zu. Und ja, dann werde ich mal austesten und in meinem nächsten Aufgebrauch oder in irgendeinem Aufgebrauch davon erzählen. Ich vergesse immer, meine Zahnpasten aufzubewahren und schmeiße die immer weg. Bei der muss ich aufpassen. Dann habe ich hier von TTZ mit Gletscherwasser, Baumwolle, grüner Minze, weißen Tee und Edelweiß, created by Michalski, eine Aromadusche. Die hatte ich, glaube ich, schon mal. Ja, die riecht sehr frisch. Also das ist eher etwas, was ich dann wahrscheinlich meinem Freund geben werde, weil ich nicht so ein Fan von diesen frischen Duschgels bin. Und es gibt ja von Michalski auch ein Duschgel, das ist dunkel. Das ist auch für ihn gewesen und das fand er auch super. Vielleicht findet ihr das auch gut. Aber für mich ist es nichts, weil mir das einfach zu frisch riecht. Und hier habe ich von Balea Fantastic Pocket einen 5-Klingen-Rasierer. Das ist dann einer für die Reise, weil der schön klein ist. Ich reise nicht so wirklich, deswegen ist mir das relativ egal. Ich habe ja meinen Männerrasierer, den ich super gerne verwende. Ja, ich muss mal schauen, ob ich den verwende. Ansonsten wird auch der weiter wandern. Mensch, Pinkbox hat mich nicht so glücklich gemacht dieses Mal. Also von der Thematik her, Beauty, Pflege, neues Jahr, passt es definitiv. Dekorative Kosmetik hatten wir in dem Sinne mit dabei, dass eine Foundation mit dabei war, die zwar nicht so gut war, wie ich es mir erhofft hätte, aber sie war halt mit dabei.
Das Peeling fand ich echt gut, da freue ich mich auch drauf. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, die Zahnpasta finde ich interessant, aber ja, das Duschgel und den Rasierer, ja, das werde ich wahrscheinlich weitergeben, weil ich bin da sehr eingefahren, was meine Gerüche angeht von den Duschgels und mein Rasierer, den ich habe, den benutze ich einfach unheimlich gerne. Das ist dieser Gillette Fusion Power Tüdelüdelü, keine Ahnung, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Der ist halt, ist ein Männerrasierer, der vibriert, der ist super, der irritiert meine Haut nicht, da habe ich einfach Spaß mit. Da habe ich einfach Glück mit. So, ja, hat mir jetzt nicht so gefallen, muss ich gestehen. Ich blende euch hier mal den Gesamtwert ein. Also, ich weiß nicht. Was meint ihr? Wie fandet ihr den Boxinhalt so? Könnt ihr oben mal abstimmen, wenn ihr möchtet. Ja, auch die Pink Box habe ich ja im Abo für 12,50 € im Monat. Das ist ein Jahresabo. Und man kann die auch abonnieren, dass man die monatlich kündigen kann. Dann kostet die 15 €. Schaut einfach mal vorbei. Unten in der Infobox steht da noch ein bisschen was dazu. Ja. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Abo-Boxen, die ich so habe. Dann hier unten mein letzten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!